Ja. Als die Juden im 11. Jahrhundert nach Worms kommen, werden sie sich hier in diesem Gebiet niederlassen. Ja? Sie müssen nicht hier wohnen. Ja? Aber im Mittelalter ist üblich, dass eine Gruppe zusammenwohnt. Wie die Stadt sich um die Kirche bildet, so bildet sich die Gemeinde um die Synagoge. Am Schabbat dürfen sie nicht weit laufen. Also, ja, sie können auch außerhalb der Judengasse, was dann später Ghetto war, ja, wohnen, aber um die Synagoge herum. Was ganz wichtig ist für Juden in aller Welt, ist die Bedeutung von diesen drei Gemeinden Mainz, Worms und Speyer. Im Jahrhundert entstehen hier Lehrhäuser, jüdische Hochschulen, wenn Sie so wollen. Ja, die Tradition beginnt in Mainz. Um Rabbiner auszubilden, oder? Rabbiner auszubilden, und das Wesentliche, was dort stattfindet, ist Kommentare von Torah und Talmud. Der größte Pogrom war 1348-49, das ist das Pogrom, das trifft alle jüdischen Gemeinden. Da wird natürlich auch diese Synagoge zerstört. Sie bauen wieder auf, im Prinzip das Alte, fügen natürlich ein bisschen damals Modernes, ein bisschen Gotik, ja. Später haben wir einen pfälzischen Erbfolgekrieg, der ganz nicht nur Juden betrifft, sondern auch die Christen. Dann ist auch einiges zerstört, dann ergänzen sie zum Barockenvorbau. Ja. Aber im Prinzip diese zweischichtigen Modelle mit den zwei Säulen, in der Mitte der Lesepult, vorne der Toraschrank, das ist eine Innengestaltung, wie Sie sie zum Beispiel in Krakau finden, in Prag. Das ist ein Prinzip, was fast alle mittelalterlichen Synagogen haben. 1781 hat die Stadt Worms überlebende Juden hier nach Worms eingeladen. Sie sehen den 9. November, ein Gedenktag. Ja. Und diese Gruppe von Juden, die hier war, die hat diese Liste von Namen, das fängt hier oben mit A an und hört hier auf mit Zimmerliste. Ne? Adler und dann Zimmerliste. Diese Liste haben sie aufgrund von mündlichen Geschichten, oder der eine hat nach Freunden, nach Familienangehörigen, also aufgestellt. Und später hat sich herausgestellt, dass der eine oder andere doch überlebt hat. Und man hat es bewusst so rausgekratzt, damit man die Entstehungsgeschichte ein bisschen nachvollziehen kann, und hat später nochmal diese Liste hinzugefügt. Für Juden aus aller Welt ist dieses hier ein Fotomotiv, und zwar ist es für Juden der Stuhl, in dem Rashi gesessen hat. Als die obersten Rabbiner aus Israel hier vor einigen Jahren waren, haben die sich hier vor diesem Stuhl beide fotografieren lassen, um das dann mitzunehmen. Das ist der älteste Friedhof von Opas. Auf dem Friedhof schauen wir auf ein Denkmal für fast 900 Jahre ununterbrochene Geschichte der Juden hier am Mal. Der älteste Grabstein da hinten ist von 1076-77, die jüngste Beerdigung von 1937. Der Friedhof wurde aber 1911 offiziell geschlossen, er war voll, und die Juden beerdigen heute neben dem städtischen Friedhof, nur wer vorher gekauft hat, durfte weiter beerdigen. Juden aus aller Welt kommen, interessieren sich weniger für den ältesten Grabstein als für Grabsteine von großen Rabbinern. Also das sind quasi die berühmtesten Grabsteine hier. Das ist der Rabbiner Maharam, im Talmud-Kommentator unten als die Enkelgeneration, also nach Rashi. Auch eine Abkürzung für das hebräische Morenu Harav Meir, unser Lehrer Rabbiner Meir. Das ist Meir von Rothenburg.
ab und zu haben wir auch hier Friedhofsschändungen. Und das war einer in den 80er Jahren. Ja? Und als dieses hier passiert ist, da wurden einige Grabsteine geschändet, hat man in Worms eine Initiative gemacht, weil man sagte, warum sonst die Mannheimer es jetzt wieder herstellen. Ja? Und man hat dann gesammelt und die Stadt, also aus Bürgerinitiative, hat man das erneuert. Und damals war diese Mode der Menschenkette. Und als Protest hatte man eine Kette gebildet von der Synagoge bis zum Friedhof. Ja. Da waren meine Kinder noch hier in der Schule und die Schulen haben dazu aufgefordert. Es war sehr eindrucksvoll.